Also gehen wir wieder hier raus. Am Schweinehirten vorbei. Und rüber zum Fuhrmannsheim. Vom Fuhrmannsheim geht's in den Hafen. Dann schauen wir uns im Hafen ordentlich um nach weiteren Quests, die neu sind. Vielleicht gehen wir mal kurz in die Taverne. Hast du uns was Neues zu sagen? Der ist immer noch von dem Mord hin und weg. Hey, nur gucken! Wenn ihr was anfassen wollt. Ja, der hat nichts. Aber bei dem können wir den Gullmond-Tee verkaufen. Hier was Neues hier. Ja. Eine wertvolle Goldkette und ich glaube, die anderen haben auch nichts Neues zu sagen. Gladys, schön dich wieder zu. Okay. Dann ist hier drin nichts. Dann gehen wir mal zu dem Händler. Nicht zu dem Händler, zu dem Handwerker. Ja, der steht hier rum. Oh weh, was mache ich nur? Seid gegrüßt, ihr müsst Jakus Grobinger sein. Ich? Ja, wieso? Mein Name ist Breno, ihr seid bestimmt daran interessiert, einen Auftrag zu übernehmen. Ja, eigentlich schon. Aber im Moment geht das leider nicht. Gibt es ein Problem? Das könnt ihr wohl sagen, sogar ein sehr großes. Erzählt mir doch erst einmal, vielleicht kann ich euch ja helfen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie ihr wollt. Mein Werkzeug befindet sich in der Truhe dort. Aber leider kann ich sie nicht öffnen. Und ohne Werkzeug kann ich nicht arbeiten. Habt ihr den Schlüssel verloren? Wenn ihr möchtet, könnte ich es ihr aufbrechen. Nein, so verhält das sich nicht. Es ist noch viel komplizierter. Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Das glaube ich euch. Also, hört zu. Da kam vorhin dieser Magier vorbei. Er sah so griesgrämig aus, dass ich mir ein paar aufmunternde Worte nicht verkneifen konnte. Irgendwie habe ich damit wohl genau das Gegenteil bewirkt. Er kam zu mir herüber, schaute mich böse an und murmelte etwas, was ich nicht richtig verstanden habe. Er verabschiedete sich dann mit den Worten: Noch viel Vergnügen mit eurer Truhe. Allein dieses hämische Lachen sorgte dafür, dass es mir eiskalt den Rücken herunterlief. Ich denke, ihr versteht jetzt, dass ich mich nicht traue, die Truhe zu öffnen. Womöglich werde ich dann noch in einen Huhn oder in eine Kuh verwandelt. Man hört ja so allerlei. Meint ihr wirklich? Das wäre in der Tat sehr unangenehm. Wisst ihr was? Ich werde die Truhe für euch öffnen, dann kann euch nichts passieren und wir finden heraus, was mit eurer Truhe los ist. Seid ihr sicher? Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ganz sicher, dann mal los. Okay, Quicksave machen. Die geheimnisvolle Truhe. Ja, Jakus Grobinger befürchtet, dass seine Truhe mit seinem Werkzeug von einem Magier verzaubert wurde. Da er ohne sein Werkzeug nicht arbeiten kann, habe ich ihm versprochen, die Sache zu untersuchen. Öffne die Truhe. Ich sollte die Truhe öffnen, dann kann ich am einfachsten feststellen, ob die Truhe tatsächlich verzaubert ist. Wer wagt es, mich zu stören? Er hat da einen Djinn reingepackt. Also ja, der Magier. Ein Djinn? Das war die falsche Antwort. So lebe nun mit den Folgen. Aber...
Was habt ihr gemacht? Ich bin ein Zwerg. Hey, was soll das denn heißen? Ihr habt wohl was gegen Zwerge. Oh, Fogel. Nein, natürlich nicht. Das tut mir leid, ich konnte doch nicht wissen, dass ein Djinn an die Truhe gebunden ist. Steht euch nicht so an, der Djinn hätte euch auch in einen Huhn verwandeln können. Aber wieso bin ich verzaubert worden? Ihr habt doch die Truhe geöffnet. Offensichtlich sollte euch der Schabernack treffen, egal wer die Truhe... Ich flehe euch an. Bitte sorgt dafür, dass der Djinn verschwindet und ich meine wahre Gestalt wiederbekomme. Ich kann euch nichts versprechen, aber ich würde es versuchen. Okay. Bitte verschwinde. Ich habe die Truhe geöffnet und musste feststellen, dass der Magier einen Djinn an die Truhe gebunden hat. Der Djinn hat Jakus Grobinger in einen Zwerg verwandelt. Ich sollte versuchen, den Djinn zu überreden, dem Handwerker seine normale Gestalt zurückzugeben. Wer wagt es, mich zu stören? Ich bin Brenno, ihr Sohn des Turin. Ich möchte, dass du Jakobs Grobinger seine wahre Gestalt zurückgibst. Dein Wunsch sei dir erfüllt. Ich danke dir. Was? Was ist denn jetzt passiert? Seht mich nur an! Er sieht wieder normal aus, aber wie Gag. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ihr habt doch eure normale Größe wieder. Ja, aber meine Kleidung. Wo ist meine Kleidung? Wieso habe ich diese lächerlichen Sachen an? Ich finde, diese Kappe steht euch sehr gut. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich will meine Sachen wieder haben. Das war wohl der Djinn. Anscheinend habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Ich will sofort meine Sachen wieder haben. Das glaube ich euch gerne. Ich werde wohl nochmal mit dem Djinn reden müssen. Bitte tut das. Wenn mich jemand so sieht, nicht auszudenken. Ja, da könntet ihr recht haben. Wer wagt es, mich zu stören? Ich bin Brenno, ihr Sohn des Durins. Ich bin es nochmal. Jakus Krominger hat zwar jetzt seine wahre Gestalt zurück, aber er hätte auch gern seine wahre Kleidung. Auch dieser Wunsch sei dir erfüllt. Das ist sehr freundlich von euch. Ja, das sieht doch recht gut aus. Richtige Größe, richtige Kleidung. Aber irgendwie kribbelt es in all meinen Gliedern. Was meint ihr da? Meine Arme, meine Beine. Ich habe das Gefühl, als führten sie ein Eigenleben. Ich glaube, ich sehe, was ihr meint. Ihr zappelt so komisch. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Bitte sorgt dafür, dass es aufhört und ich mich wieder normal bewegen kann. Mal sehen, ob der Djinn mit sich redet. Und denkt bitte auch an mein Werkzeug. Ohne das kann ich nicht arbeiten. Werde ich machen. Der Djinn hat Jakus Grobinger seine Kleidung zurückgegeben, nur hat er den Handwerker jetzt schon wieder verzaubert. Sprich noch einmal mit dem Djinn. Der Djinn hat Jakus Grobinger schon wieder verzaubert. Jetzt macht er völlig unkontrollierte Bewegungen mit seinen Armen und Beinen. Außerdem hat der Djinn immer noch das Werkzeug. Ich soll noch einmal mit ihm reden. Wer wagt es, mich zu stören? Ich bin es wieder. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass sich der arme Jakus wieder normal bewegt. Wie du wünschst. Außerdem möchte ich, dass du ihm sein Werkzeug gibst, das sich in der Truhe befindet. Du bist denn, das sind zwei Wünsche. Du wirst dich entscheiden müssen. Wie? Auf gar keinen Fall. Du wirst beides machen oder ich mache Kleines aus der Truhe und abschließend aus dir. Das wagst du nicht. Das werden wir ja sehen. Alter. Bist du jetzt bereit, meine Wünsche zu... Ja. Nur zerschlage meine Truhe nicht. Nur wenn du das Werkzeug gibst und sämtliche Zauber, die auf Jakobs Grobinger liegen, aufhebst. Verstanden. So soll es geschehen. Verbindlichsten Dank. Okay, er braucht auf jeden Fall eine neue Truhe. Der Djinn hat nachgegeben und Jakus entzaubert und mir das Werkzeug aus der Truhe gegeben. Gib Jakus das Werkzeug. Ich habe vom Djinn das Werkzeug bekommen. Ich sollte es jetzt Jakus Grobinger geben, damit er wieder seiner Arbeit nachgehen kann. Es handelt sich um einen ganz gewöhnlichen Werkzeugkasten aus Holz, den die Handwerker in Kosch benutzen, um ihre Werkzeuge aufzubewahren. Endlich. Es scheint alles wieder normal zu sein. Ja, so normal es geht. Das sehe ich auch so. Richtige Kleidung, richtiger Hut und ihr zappelt auch nicht mehr. Den Göttern sei Dank. Und euch natürlich auch. Habt ihr auch mein Werkzeug wiederbekommen? Natürlich, hier habt ihr es. Sehr schön. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Aber sagt, was
ist denn jetzt mit meiner Truhe? Ich fürchte, die hat der Djinn in Besitz genommen. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ihr euch eine neue besorgt. Habt ihr wohl recht. Noch einmal, vielen Dank. Lebt wohl. Warte doch einen Moment, ich hätte deinen Auftrag für euch. Das ist sehr nett von euch. Aber für heute habe ich genug. Ich werde mir jetzt erst einmal ein helles Ferdorker gönnen. Auf den Schreck meine ich. Man findet ja nicht jeden Tag einen Djinn in seiner Werkzeugtruhe. Aber es ist wirklich dringend. Wie wäre es, wenn ich euch ein Ferdorker besorge und übernehmt den Auftrag? Gut. Einverstanden. Ich warte hier so lange, bis ihr mir das Ferdorker gebracht habt. Und dann mache ich mich auf den Weg. Dann bis später. Jetzt müssen wir dem noch einen Ferdorker besorgen. Fische, Fische, Fische. Das Ferdorker, was ich vorhin versoffen habe. Flusskarpen, Anbarsche, Plötzchen, alles was Schuppmat findet ihr hier. Tretet näher. Hast du so wenig Ferdorker? Hey. Ja, ich hätte gern eins. So. Eine Katastrophe nach der anderen. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr meinen Ferdorker? Ja, hier habt ihr es. Ah, das tut gut. Dann will ich mich mal auf den Weg machen. Gut, wir sind jetzt am Stand. So. Ich habe mit Jakus Grobinger gesprochen und die geheimnisvolle Truhe. Ein Djinn hat in Jakus Grobingers Truhe Besitz ergriffen. Hat von Jakus Grobingers Truhe Besitz ergriffen. Nach einigem Hin und Her konnte ich ihn überreden, das Werkzeug herauszugeben. Tretet näher! Frische Fische, erst heute Morgen im großen Fluss. So, jetzt in den Uktan Hafen. Das ist dann die Straße. Oder wir können einfach hier durchgehen. Ich glaube, wir haben den Schlüssel ja noch. Das müsste nämlich der hier sein. Das Tor ist sogar offen. Wie praktisch. Hier geht's raus in den Kosch. Hier hinten steht die zwielichtige Person von der Gegend rum. Jupp. Hier geht's auch nach Fuhrmannsheim. Städterin und Städter, das ist Handelshaus Neisbeck, was immer noch geschlossen ist. Genauso wie. Halt! Ja, ja. Das kennen wir. Bin mal neugierig. Hat sich hier auf dem Steg was getan? Ja, Ardus Blutlache und alles, alle anderen Blutlachen hier sind weg. Der Kampf ist noch in vollem Gange. Alles ist noch offen. Wollt ihr wetten? Ja, 20 Silber auf Hammerfresse Django. Eine Feste drauf, Django. Eine links, eine rechts. Mach schon. Schick die Stahlknüppellosche zu Boden. Oh, da habt ihr... Ja, okay.